Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist die Schlafapnoe. Und als Gast und Experten haben wir Herrn Professor Dr. Konstantin Meyer, Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie und Chefarzt der Abteilung für Pneumologie an der Wiederklinik in Karlsruhe. Professor Meyer, was ist eine Schlafapnoe? Eine Schlafapnoe ist das Aussetzen der Atmung während des Schlafes. Die Ursachen dafür können zentral über das Gehirn gesteuert werden, dass es da einen fehlenden Input an die Atemregulation gibt, aber halt auch, und das ist die eher häufige Form, dass der Atemweg verlegt wird durch das Erschlaffen der Muskulatur während des Schlafes und dass die Zunge nach hinten gleitet und einfach den Atemweg verlegt und dass dann im Tiefschlaf oder tieferen Schlaf der Atemweg verschlossen wird. In der Folge davon kommt es dann zu einem Notfallprogramm des Körpers durch den Sauerstoffmangel, der dazu führt, dass der Körper in ein höheres, leichteres Schlafstadium wiederkommt und dass die Muskulatur wieder sich tonisiert, die Zunge nach vorne rutscht und der Atemweg wieder geöffnet wird und dadurch dann diese typische Reaktion des Körpers kommt, um den Sauerstoffzufuhr wieder zu ermöglichen. Das bedeutet aber auch, dass solche Menschen schnarchen. Ja, das Schnarchen ist das Alarmsignal oder der Marker dafür, dass bei diesem Patienten eine Schlafapnoe vorliegen könnte. Und das ist so das Typische, worüber auch eigentlich der Weg zur Diagnostik gefunden wird. Also er schnarcht, er hört auf zu schnarchen, er atmet auch nicht mehr und hat dann diesen tiefen Luftzug. Genau, das ist so der typische Weg, oder das die Patienten beschreiben, was dann die Diagnostik auslöst. Ist das gefährlich? Kann das gefährlich werden? Langfristig ja. Akut geht eigentlich typischerweise dieses Notfallprogramm des Körpers startet, dass der Körper geschützt wird vor dem Sauerstoffmangel. Langfristig, wenn Sie sich überlegen, dass Sie 30 Mal pro Stunde einen Atemaussetzer haben und 30 Mal pro Stunde eine Atemstörung haben mit Stress, der Körper kommt in hohen Stress, er hat keinen erholsamen Schlaf, sie haben einen Bluthochdruck während des Schlafes. Das ist langfristig für Herz, Gefäße, Diabetes, Schlaganfallrisiko enorm gefährlich. Das wird nicht heute oder morgen so sein, aber 10 Jahre Schlafapnoe hat ein deutlich erhöhtes Risiko für alle kardiovaskulären Folgeerkrankungen. Ja. Wer ist denn besonders betroffen? Typischerweise eigentlich übergewichtige Männer mit viel Halsgewebe, bei denen das natürlich gefördert wird, dass die Zunge nach hinten gleiten kann während des Schlafes. Aber auch nach den Wechseljahren holen Frauen entsprechend auf. Kann man denen jetzt helfen im Schlaflabor? Wenn die Diagnose gestellt wird, dieser obstruktiven Schlafapnoe durch das Verlegen des Atemweges, dann kann man über eine Überdrucktherapie mit einer kleinen Nasenmaske und einer Drucksäule, die Atemdruckluftsäule, die angelegt wird, die Zunge am Zurückgleiten in den Atemweg hindern. Und damit schlafen die Patienten wieder erholsam und die Atemaussetzer werden beendet. Ist das sehr belastend, so eine Maske zu tragen? Es erfordert ein gewisses Training, aber die meisten Patienten, die allermeisten Patienten, die mit dieser Maske schlafen, sagen auf einmal, dass sie nach der ersten Nacht im Schlaflabor so gut geschlafen haben wie schon lange nicht mehr, weil auf einmal der erholsame Schlaf wieder eintritt. Ja, das gibt dann wieder gesunden Schlaf. Ja, das ist für die Patienten enorm wichtig, dass die Regenerationsfunktion des Schlafes wieder eintritt und dass der Stress während der Nacht nicht ausgelöst wird durch die Apnoe. Gibt es auch noch andere Methoden, um eine Schlafapnoe zu behandeln? Das, was ich beschrieben habe mit der Überdrucktherapie, ist so die Endstufe der Therapie. Wenn das Schlafapnoe-Syndrom leicht ist, kann man zum Beispiel versuchen, durch Rückenlage-Vermeidungsmaßnahmen den Patienten nicht in die Rückenlage kommen zu lassen. Da gibt es Kissen, es gibt, dass man einen Tennisball in den Schlafanzug einnäht. Da gibt es verschiedene Methoden, um dass der Patient nicht auf dem Rücken landet. Für viele ist das möglich. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man versucht, mit Zahn-Kiefer-orthopädischen Maßnahmen, Schienen, den Kiefer nach vorne zu verlagern. Auch dadurch das Zurückgleiten
der Zunge zu verhindern. Am Ende kommt es auf den Schweregrad der Schlafapnoe an, was man dem Patienten raten kann. Daneben gilt natürlich, wenn das primär über Übergewicht ausgelöst wird, dass auch man da natürlich versuchen kann zu arbeiten, weil mit der Verminderung des Übergewichts auch die Schlafapnoe deutlich weniger wird. Ja, vielen Dank, Herr Professor Meyer. Das war großartig, weil man kann mit dieser Methode den Patienten helfen und sehr viel Lebensqualität wiedergeben. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren YouTube-Kanal zu unseren medizinischen Themen abonnieren. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.